Liebe Menschen, heute ist der Sonntag, es ist der 17. November und das ist eine kurze Botschaft, weil mich sehr, sehr viele erreicht haben. Wir machen diesen Weg in die Wahrheit, auch Weg in die Freiheit und da haben mich ganz, ganz viele Schreiben erreicht, E-Mails. Wir haben doch fast, glaube ich, 13, 14, 15.000 Menschen angeschrieben. Grundsätzlich Menschen, die damals vor 4 Jahren und auch ein bisschen davor irgendwas wollten, denen es ganz, ganz schlecht ging, die verzweifelt waren, die Unterstützung brauchten, Klarheit brauchten, Sicherheit brauchten. Viele davon haben natürlich meine berühmten Maskenatteste bekommen, die übrigens in der Zwischenzeit bei über 500 oder 600 Verfahren großteils gehalten haben in allen deutschsprachigen Ländern. Also für mich, diese Menschen hat das jetzt erreicht. Und ich möchte mich auf diesem Weg auch dafür bedanken und war eigentlich sehr berührt. Hunderte E-Mails, wenn nicht Tausende, die manche davon wussten gar nicht mehr sozusagen, dass es mich, uns noch gibt, wo wir sind, wer wir sind, aber alle wussten, dass es meistens um diesen Jesus geht, dass es meistens um Hilfe ging und die Dankbarkeit und auch die Freude und auch viele Geschichten, wie sie ganz anders diese Corona-Entwürdigung und Zerstörung und Kontrolle mit diesen Hilfen durchgehen konnten, das hat mich sehr, sehr berührt. Wir haben doch sicher einige Zehntausenden Menschen geholfen. Wir haben jetzt viele davon sozusagen wieder kontaktiert. Viele davon haben sich auch gemeldet, haben sich gerührt und es ist sehr berührend. Und ich möchte sagen, das hat mir auch sehr gut getan, auch mal gutes, positives Feedback zu bekommen. Und wir sind doch jetzt seit 4 Jahren im Exil, bald sind es 4 Jahre. Ich möchte auch einige Fragen beantworten. Es gab viele und es gibt Gott sei Dank viele Fragen, was Jesus betrifft, was die Bibel betrifft, was unser Zusammenleben hier betrifft, unsere Zuflucht, wie das möglich ist. All das beantworten wir, all das kommt hoch. Es gab sehr vieles, wie gesagt, an Freude, an Zuversicht, an Ermutigung. Und ich möchte auch sagen, weil es so viele Nachfragen gibt, wir werden dieses, also man kann, jeder, der sozusagen an dem Seminar teilnimmt, oder sagen wir mal, jeder, der sich da, der das bezahlt, der bekommt natürlich auch den gesamten Mitschnitt von diesem Eintagesseminar. Ein bisschen später, wird eine Woche oder 10 Tage dauern. Es gibt nämlich einige, die fragen, sie haben leider keine Zeit oder gibt es andere Dinge. Also das geht auf diesem Weg, dafür gilt der gleiche Preis, auch die Ermäßigung. Wir werden auch grundsätzlich den reduzierten Preis einfach bis zum Ende beibehalten, weil ich denke, es ist wichtig, dass viele Menschen daran teilnehmen können. Hin zur Quelle der lebendigen Wahrheit. Das ist eine Einladung von Jesus, die an jeden Einzelnen von uns geht und da möchten wir euch gerne unterstützen. Es geht ja auch um Vertrauen, Vertrauen aufzubauen, offensichtlich ist dieses Vertrauen bei vielen auch sehr gewachsen, weil ich denke, einer der wenigen war, der Menschen tatsächlich praktisch geholfen hat, viel mit Information, viel mit zu der Wahrheit stehen, viel mit auch durch daraus resultierende Widerstände gehen. Ich sitze immer noch im Exil in Transkilimandscharien und dieses Vertrauen hat mich ja geführt oder durch das Vertrauen eigentlich in Jesus, die Beziehung, die lebendige Beziehung zu ihm, er mich an seiner Hand nehmend, hat mich ja auch dahin geführt, dass ich eben vielen helfen konnte mit Demonstrationen, mit Pressekonferenzen, mit Attesten, mit Informationen und einfach, was ich jetzt auch erfahren habe in den letzten Tagen, in diesen Rückmeldungen, einfach als Anker, dass es tatsächlich auch eine wirkliche Wahrheit gibt und auch Menschen, die dafür aufstehen und daran festhalten und andere auch dorthin geleiten. Ich glaube, das waren die wesentlichen Punkte für heute. Ich freue mich auch sehr über diese Kommunikation, die da entsteht, auch wenn es durchaus manchmal Kritik ist.
Es gibt erstaunlich wenige, sage ich mal, Dummheiten, Abwertungen, Zerstörungen, aber es gibt sehr vieles an Kommunikation, Austausch, und da möchte ich alle einladen, das auch zu tun. Auch diese Privatgespräche, wie wir es genannt haben, da wird es bald auch wieder eines geben, hat die Menschen berührt. Es gibt offensichtlich unheimlich viele Fragen und es gibt noch im Vorfeld davor sehr viele Widerstände, Ängste, sehr viel Verunsicherung, was jetzt die Bibel betrifft, was Jesus betrifft, was sein Wort betrifft. Wer ist der wirkliche Jesus? Wie vertrauenswürdig, glaubwürdig ist die Bibel? Wie kann ich damit eine lebendige, persönliche Beziehung aufbauen? All diese Dinge, das sind ganz wichtige Fragen und es sind auch ganz wichtig, dass man sie stellt und auch eine Antwort kriegt. Darauf freue ich mich. Wir machen weiter. Es gibt sehr viele Anfragen, mehr zu machen, die Dinge länger zu machen. Ich glaube, wir werden es nicht allzu lang machen, die einzelnen Beiträge, die einzelnen Fragen. Wir werden auch wahrscheinlich dieses Buch weiter überarbeiten. Es kamen viele Anregungen, da vielleicht auch eine Art Frage-Antwort hineinzugeben. Und wie gesagt, auch wir machen dieses Seminar am 30.11., diesen Workshop, genau um Menschen auch zu helfen, ihre Widerstände, ihre Ängste abzubauen, sie sich anzuschauen, wo kommen sie her und die Richtung. Und damit tue ich mir so unheimlich leicht und es ist so wunderbar, weil alles so eindeutig klar ist. Jesus ist die Lösung, ist der Ausweg, ist sozusagen das, die Antwort auf alles. Und wirklich, nehmt mich ernst, es ist genauso, wie ich es sage. Er ist sozusagen nicht nur der Eckstein, er ist der Ausgangspunkt, er ist das Ziel. Er gibt uns die Möglichkeit, unsere Berufung wahrzunehmen, unsere Identität wieder zu stärken, unsere Zuversicht, unsere Ausrichtung und vor allem er gibt uns eine lebendige Hoffnung. Und das ist nicht beliebig, es ist eindeutig, klar und zuversichtlich. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz gesegneten, wunderbaren Sonntag. Vor 1991 Jahren ist er an so einem ersten Tag der Woche, an so einem Sonntag für uns auferstanden. Und das ist ein wunderbarer Grund zum Feiern. Und diese Wahrheit, die nährt, die Zuversicht gibt, die Lebendigkeit schenkt, die in die Ewigkeit geht, was wir jetzt schon schmecken, riechen, kosten können, die möchte ich mit möglichst vielen von euch teilen. In diesem Sinne, alles Liebe, Gottes Segen aus Transkilimandscharien, was natürlich eine Wortschöpfung von uns ist, aber ja doch, wir leben hier jenseits des Kilimandscharos. Und ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen in Jesu Namen.